2015 in der Festungsstadt gegründet, haben Mad Demon bereits 3 Alben aufgenommen und ihren Stil seitdem konsequent weiterentwickelt. Wir durften mit in ihren heiligen Proberaum. An welche Weisheiten deiner Mutter erinnerst du dich bis heute? Leiberl. So rücklehnen und die Show genießen. Ja, da gibt es einige. Sei kein Idiot, tu normal mit den Leuten, aber los da nichts so gefällt. Was magst du an deinem Heimatort? Wirklich eine feine Stadt zum Leben, aber es ist jetzt nicht der Overburn. Video dran, lasst es gut an Google. Video dran, das für das passt. Coole Locations. Ein KFC gibt es jetzt. Ein KFC, cool, und jetzt, der spricht für KFC, da ist so. Der spricht für wirklich. I'm lost in the face, so shame and disgrace, and now go time with the human race. In wen warst du das erste Mal verliebt? Also das erste Mal war es eigentlich die Gitarre, ganz ehrlich gesagt. Das Dreijährige haben wir mit Schuhkarton, damals hat es noch Zahnpasta-Kartons gegeben, haben wir eine Gitarre zusammengebaut mit Gummibandel und bin in der Wohnung umgekupft. Wollte ich alle schon Rockstar werden. Hat eine gute Seite, die Gitarre, gell? Die hat immer gute Seite. Wie ist das, wenn das? Das ist nicht die Abstimmung. You're knocking at my door, won't you tell me how it's done? But I just keep on living. Und wie würdest du euren Stil beschreiben? Ja, das ist wie wenn es gute elektronische Musik mit guten alten Hardcore ein bisschen schlecht spielst. Dieses Gericht kann ich besonders gut kochen. Graukaussuppen. Ich freue mich schon wieder auf einen richtigen Graukaus, einen speckigen, dass die ganze Bude stinkt. Das mögen die Nachbarn auch gerne. Welche Marken deiner Bandmitglieder kannst du überhaupt nicht ausstehen? Ihr wisst das Idee schon. Ja, da trifft es mal den Richtigen. Dass der reine. Wir wollen zuerst beim Thema gleichberechtigt, aber er kann ganz schön ein Drill Sergeant sein, wenn es ums Aufnehmen geht. Ah, das kannst du auch besser auch probieren einmal. Ah, hin und her. Bis du halt nachher die Stimme irgendwann flüchtet. Was, was? Dass der Benji immer mein Feuerzeug klaut bei der Probe. Hm. Nicht leider eins. Roll the game now, but you don't wanna see what it's meant to be. A lost soul. Gibt es Lieblingsbands oder Songs, die dir peinlich sind? Ja. Ich weiß auch nicht. Es ist also Hassliebe, aber irgendwie hat mich Modern Talking gefallen. Fangen wir nochmal. Welcher Genre ist Modern Talking? Man weiß nicht so genau, es fällt von Death, Black Metal irgendwie schon. 1-2-7 to the Octagon, it ain't a war, it's a fight and it's already won. Go 2-1, KO! Die vielseitigen Einflüsse spiegeln sich in den Songs der Band wider. Vom Punkrock über Hardcore-Rap bis hin zu beinahe Modern Talking-mäßigen Synthies. Doch die Jungs besitzen auch Talente abseits ihrer Musik. Wenn ich nicht Musik machen würde, würde ich... Dann war ich Fußballer. Ja, Freunde. Ja. Neapel in den 90er. Wie viel der Bayern-Fan seit schon auf? Du auch? Mit dem Papa und Fußball geschaut. Das ist und einer von den angesprochenen Reibungspunkten. Jawohl. Auf Mario Basler. Geil, ja. Rock, 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 beat. It's our heartbeat. And we're still on defeat. You can't do when you do it. Whenever, whenever you can suck it. Hardcore. Was war dein Traumberuf als kleines Kind? Geil. Dinosaurier. Hauptberufe oder Nebenberufe? Ja. Dinosaurier. Kurz einmal Astronaut. Und dann ist ein bisschen die Realität vom Leben. Mit 5,5 hat mich dann die Realität eingeschränkt. Für alle Fans und die, die es noch werden wollen, verlost QTV ein Mad Demon Goodie Bag. Schaut jetzt vorbei auf unseren Social Media Kanälen oder auf www.kufstein.tv. Feel the rain down, written in clay now. We ain't the same now, what you got?